Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video häkeln wir zusammen dieses einfache X-Twist-Stirnband. Und zwar habe ich da ein ganz einfaches Muster genommen, das wirklich wunderschön aussieht. Es ist nur eine Reihe, die die ganze Zeit wiederholt wird. Ich habe jetzt im Netz gesehen, dass es jetzt total in ist, so gestrickte Bänder zu kaufen, also Stirnbänder mit so Perlen drauf. Und da dachte ich mir, das können wir auch selber machen. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und durch diese Perlen, die ich dann drumherum befestigt habe, gibt es diesen richtig schicken und tollen Effekt. Vor allem auch auf einem schwarzen Stirnband sieht das bestimmt richtig, richtig klasse aus. Ein tolles Projekt für Anfänger. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen, zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 6 mm Häkelnadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Eure ausgewählte Wolle. Ich häkel heute mit dieser Stylecraft Special Chunky in diesem wunderschönen altrosa Ton. Und zwar ist es eine 100% Acrylwolle und mit der häkle ich wirklich super gerne. Ihr benötigt nur einen Knäuel für dieses Stirnband. Dann habe ich hier noch so ein Patex Perfect Pen und zwar kleben wir dann am Ende die Perlen auf. Da habe ich jetzt hier einfach so in verschiedenen Größen Perlen und die sind auf der einen Seite flach und somit können wir dann schön am Schluss das Stirnband schmücken. Und die ganzen Sachen verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einer Schlaufe und wir häkeln Luftmaschen. Und zwar ist dieses Muster teilbar durch zwei. Also ihr könnt es so lang machen, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, es ist nur wichtig, dass die Anzahl teilbar ist durch zwei. Und für mein Stirnband häkel ich insgesamt 18 Luftmaschen. Also wenn ihr es genauso breit haben möchtet wie ich, häkelt ihr jetzt einfach 18 Luftmaschen oder eine Luftmaschenanzahl teilbar durch 2. Meine 18 Luftmaschen habe ich fertig gehäkelt und das ist jetzt die Breite von dem Stirnband. Wir werden jetzt weiter häkeln in Reihen für die Länge, aber das ist die Breite von dem Stirnband. Wenn ihr dann eure Luftmaschen fertig gehäkelt habt, benötigen wir dann die vierte Masche von der Nadel. Die Schlaufe auf der Nadel wird nie mitgezählt, also zählen wir 1, 2, 3 und 4. In diese vierte Luftmasche gehen wir rein und häkeln eine feste Masche. Also wir haben jetzt zwei Schlaufen auf der Nadel, wir holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Wir häkeln eine Luftmasche, überspringen die nächste Masche und in die übernächste Masche häkeln wir wieder eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche. Überspringen die nächste Masche, in die übernächste Masche, wieder eine feste Masche und eine Luftmasche. Und das wird jetzt die ganze Zeit wiederholt. Also wir überspringen die nächste, in die übernächste, wieder eine feste Masche und eine Luftmasche. Und das wiederholt ihr jetzt, bis ihr am Ende eurer Luftmaschenkette angekommen seid. Also einfach nur eine feste Masche, eine Luftmasche. Wir überspringen die nächste Masche und in die übernächste Masche wieder eine feste Masche und eine Luftmasche. Jetzt bin ich hier am Ende angekommen und wir haben zwei Maschen übrig. Und in die letzte Masche gehen wir jetzt rein und häkeln eine feste Masche. Und somit beenden wir die erste Reihe. Weiter geht's mit der zweiten Reihe und zwar wird diese dann einfach die ganze Zeit nur wiederholt. Wir haben jetzt eine feste Masche ganz am Schluss gehäkelt. Wir häkeln zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und jetzt zeige ich euch, wo ihr einstechen müsst. Also hier haben wir jetzt die eine feste Masche von der vorherigen Runde und dazwischen ist ein kleiner Zwischenraum, wo wir die eine Luftmasche gehäkelt haben. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut sehen.
Also hier ist die feste Masche, hier ist ein Zwischenraum und wir gehen jetzt in diesen Zwischenraum rein, holen uns den Faden, ziehen hoch und häkeln eine feste Masche. Und jetzt wieder eine Luftmasche dazwischen. Wir überspringen die nächste feste Masche, gehen dann wieder in diesen Zwischenraum einfach nur rein, holen uns den Faden, ziehen hoch und häkeln eine feste Masche. Eine Luftmasche, wir überspringen die nächste feste Masche, dazwischen ist wieder ein Zwischenraum. In diesen Zwischenraum gehen wir rein, häkeln eine feste Masche und eine Luftmasche. Und das ist das ganze Prinzip von dem Moss-Muster. Also wir überspringen jetzt wieder die nächste feste Masche, gehen in diesen Zwischenraum dann hinein, häkeln eine feste Masche, eine Luftmasche. Die nächste feste Masche wird übersprungen, in den nächsten Zwischenraum gehen wir wieder rein, häkeln eine feste Masche und eine Luftmasche. Ich häkel das Ganze jetzt hier mit euch mit. Also es ist wirklich ganz einfach. Hier haben wir die nächste feste Masche, wir überspringen die, gehen in den nächsten Zwischenraum, eine feste Masche, eine Luftmasche. Und jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Wenn ihr das dann hier ganz am Ende ein bisschen auseinanderzieht, habt ihr hier einen Zwischenraum. Jetzt könnt ihr den gut erkennen und dort geht ihr dann immer rein. Also ganz wichtig ist dieser letzte Zwischenraum und dort häkelt ihr eine feste Masche. Und so sieht das Ganze nach der zweiten Reihe aus. Und diese Reihe wird jetzt die ganze Zeit wiederholt. Also wir häkeln immer zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und jetzt wird es einfach nur wiederholt. Die allererste feste Masche wird übersprungen. Wir gehen in den Zwischenraum, häkeln eine feste Masche, eine Luftmasche. Wir überspringen die nächste feste Masche, dann kommt wieder der Zwischenraum, dort gehen wir rein und wieder eine feste Masche, eine Luftmasche. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Also bei dem Muster müsst ihr euch nicht groß konzentrieren. Ihr seht einfach, wo die Zwischenräume sind. Und in diese Zwischenräume kommen dann die feste Masche und Luftmasche. Jetzt bin ich hier wieder am Schluss angekommen. Auch hier ist wieder ganz wichtig, dass ihr wirklich hier hinten in diesen Zwischenraum reingeht und dort eure letzte feste Masche häkelt, dass ihr auch eine schöne gerade Abschlusskante habt. Jetzt häkelt ihr zwei Luftmaschen, wendet und wiederholt das Ganze. Und diese Reihe wird so oft wiederholt, bis ihr die gewünschte Länge für euer Stirnband habt. Ich werde das jetzt weiter häkeln und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht. Ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und so sieht das Muster aus. Jetzt kann man das richtig gut erkennen und das Gute an dem Muster ist, dass die Vorderseite und die Rückseite gleich sind. Also wirklich ein tolles, einfaches Muster. Auch schön luftdicht, sage ich mal, jetzt für die kalten Tage. Also wirklich toll geeignet für ein Stirnband. Ich habe jetzt meine gewünschte Länge erreicht. Es ist immer ganz gut, das Ganze anzuprobieren. Es darf nicht zu locker und auch nicht zu fest am Kopf anliegen. Also wirklich, dass es richtig gut um den Kopf passt, aber halt nicht zu locker, weil sonst rutscht euch das runter. Und wenn ihr dann eure gewünschte Länge erreicht habt, können wir das Ganze beenden. Und zwar habe ich jetzt hier die letzte feste Masche gehäkelt. Wir häkeln jetzt eine Luftmasche, ziehen fest, lassen jetzt einen längeren Faden, weil wir mit dem gleich den Twist annehmen werden, schneiden den Faden ab. Holen uns unsere Nadel, ziehen diese durch und ziehen das Ganze fest. Jetzt werde ich schon mal hier den Anfangsfaden vernähen, dass ich den aus dem Weg habe und dann werden wir den Twist machen. Dazu nehme ich mir jetzt einfach meine Vernähnadel, fädel diese ein und werde den Faden jetzt einfach vernähen. Also ich gehe jetzt hier durch ein paar Maschen durch. Zieht das Ganze schön fest. Dann gehe ich in die entgegengesetzte Richtung,
auch wieder hier durch ein paar Maschen. Dann gehe ich wieder zurück und dann ist der Faden auch schon gut vernäht. Und jetzt schneide ich hier den Faden ab und jetzt werden wir den Twist machen. Für den Twist habe ich mir jetzt einfach wieder meine Vernähnadel genommen, wer das jetzt habt, das eingefädelt. Und jetzt holen wir uns die beiden Enden und falten die linke Seite zur Hälfte und falten die andere Seite. Also so sieht das dann aus. Und jetzt legen wir einfach die beiden Seiten aufeinander auf. Passt nur auf, dass das schön ordentlich ist. So wie jetzt. Und jetzt können wir die beiden Seiten zusammennähen. Also schaut einfach nur zu, dass es wirklich hier gut aufeinander liegt. Und dann gehe ich jetzt erstmal von oben durch. Und jetzt gehe ich wieder von unten durch alle vier Schichten durch. Also das ist einfach nur wichtig, dass ihr wirklich jede einzelne Schicht erwischt. Zieh durch, jetzt gehe ich wieder von oben durch alle vier Schichten durch. Und das wiederhole ich jetzt, bis ich die komplette Seite zusammengenäht habe. Und immer wieder darauf achten, dass ihr auch wirklich alle vier Schichten aufeinander liegen habt. Jetzt bin ich hier am Ende angekommen. Sicherheitshalber gehe ich jetzt nochmal zurück. Also einfach nochmal in die gleiche, in die gegengesetzte Richtung. Also jetzt von rechts nach links. Genauso wie vorher auch. Und somit weiß ich, dass das auch gut vernäht ist. Also ihr seht, das ist wirklich ganz, ganz einfach und geht richtig schnell. Wenn ihr das dann so zusammengenäht habt, könnt ihr das Ganze jetzt umdrehen. Und so sieht unser Twist jetzt aus. Ich werde jetzt hier die Fäden vernähen, so wie ich euch eben auch gezeigt habe. Und dann können wir anfangen, die Perlen anzukleben. Ich zeige euch jetzt auch einfach, wie ich das hier vernähen werde. Ich gehe dann jetzt einfach durch ein paar Schlaufen durch. Habe jetzt hier, lasse eine kleine Schlaufe übrig und werde hier einfach zusammenziehen. Somit entsteht ein Knoten. Das mache ich jetzt nochmal. Ich lasse eine Schlaufe, gehe da durch und ziehe fest. Und jetzt gehe ich hier einfach durch ein paar Maschen durch, kreuz und quer. Und dann können wir gleich den Faden abschneiden. So. Und jetzt schneide ich den Faden einfach ab. Wir drehen unser Stirnband jetzt um und hier haben wir jetzt den tollen Twist. Ich habe mir jetzt hier Perlen ausgesucht in drei verschiedenen Größen und wie gesagt, mit dem ist das hier echt praktisch, aber ihr könnt natürlich jeden Kleber nehmen, den ihr möchtet. Und hier werde ich jetzt einfach ein bisschen Kleber auftragen. Und ihn dann auf das Stirnband auftragen. Also ich fange jetzt erstmal hier oben an, drücke es schön an und lasse es trocknen. Und wie gesagt, ich benutze drei verschiedene Größen, einfach um da ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und das werde ich jetzt einfach hier kreuz und quer auf dem Stirnband verteilen. Und das mache ich jetzt mit dem kompletten Stirnband und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht. Die Perlen habe ich angeklebt und wir sind
fertig. Also ihr seht, ich habe dann einfach hier ein paar kleine, ein paar größere, ein paar mittlere und das habe ich dann drum herum einfach aufgeklebt. Und so sieht unser Stirnband jetzt aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich schon sehr über eure Projekte, über eure Fotos. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.